Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Wie wir schon gehört haben, hat die Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald sich entschieden, ihren Namen zu ändern. Eine entsprechende Änderung der Grundordnung der Universität fand im erweiterten Senat eine deutliche Mehrheit von 27-8 Stimmen. Nur kurz zum Hintergrund, eine Änderung der Grundordnung der Universität erfordert eine Genehmigung seitens des Bildungsministeriums. Diese ist noch ausstehend. Das Landeshochschulgesetz steckt hierfür den Rahmen ab. Es steht einer Hochschule frei, über ihren Namen zu entscheiden, wenn der Name der Stadt als einzige Bedingung im Namen der Hochschule enthalten ist. Vor knapp einem Jahr haben wir hier im Landtag dieses Thema bereits behandelt. In der Sitzung vom 8.3.2017 haben wir einen Antrag abgelehnt, der eine Beibehaltung des Namenszusatzes Ernst Moritz Arndt forderte. Den damaligen Antrag habe ich mit Verweis auf das Landeshochschulgesetz und die grundgesetzlich geschützte Hochschulautonomie abgelehnt, da sie eine unzulässige Einmischung in die Angelegenheiten der Universität darstellte. Dieser Antrag befürwortet im ersten Teil nun eine Namensänderung. Konsequenterweise müssen und werden wir diesen aktuellen Antrag aus derselben Argumentation heraus ablehnen. Es ist immer noch der Fall, dass das zuständige gewählte Gremium der Universität eine demokratische Entscheidung getroffen hat, zu der sie auch berechtigt ist. Solange die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Namensänderung eingehalten werden, ist es Sache der Universität Greifswald, über ihren Namen selbst zu entscheiden. Im zweiten Teil beinhaltet dieser Antrag von Ihnen die Aufforderung, dass sich die Mitglieder des Landtags und der Landesregierung in einer bestimmten Art und Weise verhalten sollen. Dies halte ich bei frei gewählten Abgeordneten ebenfalls für fragwürdig. Mag man die angesprochenen Aussagen auch für falsch und völlig unangemessen, gefährlich für den Frieden der Region und gegebenenfalls auch hetzerisch halten, darf jeder Abgeordnete noch frei seine Meinung äußern. Zu Ihnen, Herr Jess. Sie, ja, das ist richtig. Ziehen Sie aus Ihren Vorschlägen doch die Konsequenz und fordern Sie eine Änderung des Landeshochschulgesetzes und damit dann auch gleichzeitig eine Änderung des Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes, der die Forschung, Lehre und Wissenschaft als frei bezeichnet. Dann tun Sie das. Das wäre auf jeden Fall konsequent. Ich finde es nicht sehr konsequent, jetzt über diese Entscheidung der Universität zu debattieren, weil es Sache der Universität ist. Die SPD-Fraktion wird den Antrag aus den genannten Gründen ablehnen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.